jetzt noch einmal ganz kurz Fidel Castro. Einen herzlichen Applaus. Hallo liebe Freiheitskämpfer. Ich muss es leider ganz kurz machen. Mir ist es eine große Ehre, auf der gleichen Bühne zu stehen wie ein anderer Kurpfälzer, der Bodo Schiffmann. Er kommt aus Sinsheim, ich habe nachgeguckt, gehört auch zur Kurpfalz. Ich komme aus Monnen. Ich bin seit knapp 18 Jahren Dresdner. Ich werde natürlich immer Kurpfälzer bleiben, aber ich wurde hier aufgenommen und in dem Sinn ist meine zweite Heimat Dresden. Und weil ich kurz machen soll, möchte ich also nur darauf hinweisen, ich habe vor knapp 4 Monaten ein Bürgerbegehren bei der Stadt angezeigt für die Abwahl unseres geliebten Oberbürgermeisters Dirk Hilbert. Alle wahlberechtigten Dresdner können am Infostand ihre Unterschrift leisten und bitte nur wahlberechtigte Dresdner, die Auswärtigen zählen leider nicht. Es braucht dazu in der Tat 87.000 Unterschriften. Dirk Hilbert wurde mit 100.000 Stimmen gewählt und um ihn endgültig abzuwählen, braucht es sogar 236.000 Unterschriften. Also weit mehr als doppelt so viel, wie er bei seiner Wahl bekommen hat. Es nennt sich Demokratie, im Zweifelsfall sächsische Demokratie. Und um das zukünftig zu ändern, plane ich auch ein Volksbegehren zu machen, damit dieses Forum gesenkt wird. Mein ganz großer Dank gilt dem Wolfgang Heulich, der hat einen Arsch in der Hose. Wahnsinn! Dem Bodo Schiffmann, dem Markus Fuchs und dem ganzen Team von den Querdenkern, unter anderem Renate und Ilona, Hagen, Matthias und vielen anderen, die sich hier in der Regel jeden Montag den Arsch aufreißen, egal wie viele Leute kommen und egal was für ein Wetter hier ist. Ich danke euch, euch allen, dass ihr gekommen seid. Ihr seid der Wahnsinn! Danke, Fidel! Ja. Ja, wir standen auch schon bei 20 Zentimeter, wir wollen ja nicht gleich übertreiben, Neuschnee hier. Und als letztes zum Schluss, Björnbanane noch einmal.